Leute und Battlefield-Freunde, hier ist wieder euer Lost Aiming mit ein bisschen Battlefield 4 am Nachmittag. Und heute habe ich die zweite der insgesamt 5 neuen Waffen des Battlefield 4 DLCs Naval Strike mit am Start. Heute haben wir die verfügbare Sekundärwaffe SW-40 oder auch Chiapparino genannt mit von der Partie. Hierbei handelt es sich um einen Revolver der italienischen Firma Chiappa Firearms. Wie wir sehen, halten in Naval Strike wohl die italienischen Kniften großen Einzug. Das Besondere an diesem Revolver ist die Tatsache, dass der Lauf auf einer niedrigeren Achse liegt als bei den meisten Revolvern und damit den Rückstoß und das Hochziehen der Waffe entsprechend verringert. Der Revolver besitzt eine Magazinkapazität von 6 Schuss in der Trommel und verschießt dabei die 375er Magnum Munition im semiautomatischen Modus. Die entsprechende Munition wirkt sich hierbei auch auf den Schaden aus, denn dieser ist nach der 44er Magnum mit der höchste der Sekundärwaffen. Wo die Rhino oder auch Rhino anhand von Ingame-Stats eher nicht so wirklich punkten kann, ist die Präzision. Diese ist von allen Sekundärwaffen die schlechteste im gesamten Spiel. Darauf werde ich jedoch später noch eingehen. Auch was das Hüftfeuer angeht, ordnet sich der Revolver leider nur im unteren Bereich ein und wird dabei von den Pistolenvertretern laut Stats leicht überholt. Punkten kann die SW-40 hingegen im Rahmen der Reichweite. Hier platziert sie sich mit ihren anderen Revolverkollegen auf den oberen Rängen der Sekundärwaffen. Bei der Stabilität mischt der Revolver eher im Mittelfeld mit und erscheint auch hier als erst einmal nicht so wirklich besonders. Ja, nach diesen ganzen eher negativen Punkten fragt ihr euch wahrscheinlich, warum sollte ich diesen Revolver nehmen, obwohl aufgrund der Stats eigentlich vieles dafür sprechen würde, eine andere Waffe zu wählen. Stats sind das eine, jedoch ist das Spielfeeling wieder eine andere Geschichte. Ähnlich wie bei der AR-160 bin ich mit dieser Pistole gleich warm geworden. Und wenn ihr bereits Battlefield 3 gespielt habt, dann sollte euch eventuell aufgefallen sein, dass die Pistolen in Teil 4 auf jeden Fall anders zu spielen sind bzw. ein anderes Gefühl benötigen. Die SW-40 gibt mir dieses Gefühl aus dem Vorgänger zurück. Die hohe Feuerrate gepaart mit einem hohen Schaden machen dieses Teil gerade in Close-Quarter-Situationen enorm tödlich. Dazu kommt eine recht gute Nachladegeschwindigkeit, die das Problem von nur 6 Kugeln schnell behebt. Trotz angegebener eher schlechten Stabilität zeigt sich die Rhino für mich ziemlich gut in Run-and-Gun-Situationen und hat mich dabei positiv überrascht. Ich bin nämlich kein Fan davon, sich rein auf Statistiken und Werte zu verlassen, sondern probiere das Ganze lieber selbst aus, denn Spielfeeling ist das, was zählt. Die Rhino nimmt für mich hier klar den Platz der alten Rex aus Teil 3 ein. Und da diese dort für mich das Muss der Sekundärwaffen war, ist für mich persönlich die SW-40 aktuell die Sekundärwaffe meiner Wahl. Doch jetzt seid ihr gefragt, wie findet ihr die SW-40? Wenn ihr sie noch nicht gespielt habt, dann packt euren Arsch mal auf einen Unranked-Server und probiert das Teil aus, denn ich kann es wirklich nur empfehlen. Und wenn ihr weitere Infos sowie Tipps und Guides zu Battlefield 4 haben möchtet, dann rate ich euch mal ganz schnell auf den Abo-Button zu hauen, um nichts zu verpassen und immer auf dem Laufenden zu bleiben. In diesem Sinne, behaltet euer Ziel immer im Auge. Euer Lost.